begleitet uns heute ins Casa de Coco. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus dem Disneyland Paris und zu einem Video über das neue, in Anführungszeichen, neue Restaurant Casa de Coco. Das war ja vorher das Fuente del Oro. Das Menü ist eigentlich gleich geblieben, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie es drin aussieht und was es hier zu essen gibt. Wir haben uns nämlich einiges vorbestellt über, wie heißt es denn jetzt, Mobile Order. Das holen wir jetzt ab. Ja, wir sind jetzt hier im früheren Außenbereich, der wurde jetzt komplett überdacht. Also ihr könnt hier echt gut sitzen. Einige, also wenn es in Strömen regnet, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da doch, da oben ist auch ein Dach drüber. Das heißt, man kann hier ganz gut trocken sitzen, wenn es regnet. Und ja, man hat einige Außensitzplätze hier. Drin gibt es auch noch Sitzplätze, also für den Winter, aber sieht echt schon mal richtig schön aus hier draußen. Ja, was gibt es hier zu essen? Es gibt Burritos und ich finde sie wirklich sehr, sehr lecker. Also sie waren damals sehr lecker, aber ich denke, sie sind immer noch sehr, sehr gut. 12 Euro bezahlt ihr für einen großen Burrito. Es gibt Beef, es gibt Chicken, aber es gibt noch eine vegane Variante. Es gibt einen Salat, der ist auch vegan, den habe ich mir auch mal bestellt. Es gibt Doritos, es gibt Pommes, es gibt Salat, es gibt Chicken Nuggets und es gibt einen Small Burrito. Also wenn ihr nicht wirklich viel Hunger habt, würde ich euch den Small Burrito empfehlen für 6 Euro. Und dann natürlich gibt es Eis und Getränke. Und was es hier auch gibt, Frozen Margarita. Konnte ich über Mobile Order nicht bestellen, weil er wahrscheinlich mit Alkohol ist. Werde ich mir hier vor Ort nochmal bestellen. Ja, wir sind jetzt hier. Ich habe meinen Frozen Margarita noch nachbestellen können. 8 Euro, Getränk glaube ich 4. Der Salat war glaube ich 7. Ein großer Burrito. Jetzt seht ihr mal im Vergleich den Kids Burrito daneben. Genau, kostet halt nur die Hälfte, aber für den kleinen Hunger auf jeden Fall gut. Hier gibt es die Nuggets, Pommes, Nachos und ja, Soßen, Salz, alles da. Ich zeige euch den Burrito gleich noch von innen. Also hier seht ihr mal den Wrap, wie er abgebissen aussieht. Man hat Reis drin, man hat Guacamole drin, kleine Zwiebelstückchen, Tomaten, also alles drin. Hat ein bisschen Würze, aber es ist nicht scharf. Also ich bin wirklich sehr empfindlich, was scharf angeht und es ist überhaupt nicht scharf. Es ist gewürzt, sehr lecker und ich bin eh immer ein Fan von den Burritos. Bin froh, dass der Laden wieder auf hat. Probieren wir jetzt auch nochmal von diesen Nuggets. Da ist auch so eine Soße dabei, so eine Kiri-Soße. Auch sehr lecker, muss ich sagen. Die Nachos gab es beim letzten Mal auch schon. Wird sind okay mit Käsesoße. Mhm. Also ich mag den Laden. Das ist mein liebstes Schnellimbiss-Restaurant. Ja, das war das Essen hier im Casa de Coco. Ein Schnellimbiss. Muss ich ausstoßen. Das war das Essen im Casa de Coco, ein Schnellimbiss-Restaurant im Frontierland, genau gegenüber von Big Thunder Mountain. Und ja, ihr habt das Menü gesehen. Ich bin immer noch großer Fan von dem Laden hier. Ich mag die Burritos sehr gerne. Es gibt aber auch Leute, wir hatten also Brida zum Beispiel oder wir hatten jetzt auch gerade noch Follower hier neben uns, die das okay fanden, waren jetzt nicht mega begeistert vom Burrito. Rina hat es liebevoll genannt, ein Wrap mit Fleischfüllung.
Ich finde es trotzdem, persönliche Meinung, sehr, sehr lecker. Auch die Chicken Nuggets fand ich, also diese Bällchen fand ich sehr gut. Die waren super. Nachos, ja, sind halt aus der Packung Nachos mit Käsesoße drüber. Die Pommes, ja. Der Salat war übrigens nicht so prall, also den Salat würde ich euch nicht empfehlen. Aber ansonsten Frozen Margarita, sehr lecker und ja. Ich würde immer wieder hierher kommen, aber das ist natürlich alles Geschmackssache und alles subjektive Meinung, wie ich euch das hier in den Videos immer vermittle. Aber dennoch hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.